Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es richtig im Titel gelesen. Es gibt eine neue Marke. Hold on a second. Revolution Beauty hat sich gedacht, kommt, 25 Marken sind nicht genug. Wir packen einfach noch eine drauf, damit wir wirklich alles abdecken können, was es gibt. Und ich habe die ersten Produkte von der neuen Relove Revolution Brand hier und bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt. Ich habe schon einiges davon gehört und bin super gespannt, wie die Produkte performen, denn preislich sind die recht günstig und ich glaube, dass das für die ein oder andere oder den einen oder anderen von euch aus Team Günstmus was Cooles sein könnte und ich freue mich ganz doll drauf. Ich habe tatsächlich einen Code von Cosmetic for Less zugeschickt bekommen. Ich habe die Produkte von Revolution bekommen. Ich habe sie mir dann aber nochmal gekauft, weil sie nicht rechtzeitig ankamen. Ich habe aber von Cosmetic for Less einen Code bekommen, Maxim15. Das ist kein Affiliate-Code, aber mit dem könnt ihr nochmal 15% sparen. Bei 2,99 € für jedes Produkt. Kann man mal machen, ne? Auf jeden Fall vielen Dank an Cosmetic for Less an dieser Stelle, dass ich euch diese Möglichkeit geben kann. Es geht, wie gesagt, um Revolution Love. Re-Love. Keine Ahnung, wie diese Marke heißt. Ja, also hier steht Revolution, aber das Love ist dick geschrieben. Keine Ahnung. Das Coole bei der Marke ist, dass fast alles 2,99 € kostet. Außer die flüssigen Produkte wie Foundation und Primer. Das sind so typische Revolution-Preise, ich glaube, das waren 5 oder 6,99 € und der Primer, glaube ich, 4,99 €. Aber immer noch im unteren Drogeriebereich im Vergleich zu anderen Marken. Alle Produkte von Relove sind wie immer vegan und cruelty-free und wir testen das Ganze aus und wir starten als erstes mit dem Primer. Ich gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen was auf meine Hand. Ist ein... Oh, der riecht nach Mandel. So, aber nicht nach Mandel, so wie meine Mutter, sondern nach Mandel, diese wow. Sehr nach dieser Rummandel, die man so ins Backen, zum Backen benutzt. Ist ein feuchtigkeitsspendender Primer. Es gibt den auch noch in Pore Blurring, ich glaube in Color Correcting und ich glaube 4 verschiedene gab es davon. Ich habe mich für den feuchtigkeitsspendenden entschieden, weil ich das eigentlich im Moment ganz gerne mag. Er zieht extrem schnell ein. Ihr seht, ich habe extrem viele Unreinheiten im Moment von der Maske, von der Reise letzter Woche. Aber das ist völlig in Ordnung. Fühlt sich recht gut an. Das ist ein ganz, ganz zartes Gefühl auf der Haut. Ich bin gespannt, wie die Foundation drüber funktioniert. Denn da bin ich natürlich prädestiniert dafür, dass ich sehr gespannt drauf bin. Und zwar gibt es die Super Serum Hyaluronic Acid Foundation. Die Farben von Revolution sind ja alle sehr, sehr gut aufgeteilt. Ich habe mich jetzt für die Farbe F6 entschieden. Und die soll wohl sehr langanhaltend sein und ein natürliches und frisches Finish haben. Es gibt dazu auch einen Beauty Sponge, der aussieht wie ein kleiner Popo. Ich glaube, es soll ein Herz darstellen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen misslungen. Ich mache den mal nass und lasse den erstmal so ein bisschen aufquellen. Sieht süß aus, ist ein bisschen fester als andere Beauty-Schwämme, kann aber ganz gut sein, um Foundations aufzutragen. Einfach ein bisschen feucht machen und dann tragen wir uns die Foundation auf. Freunde, seid ihr gespannt? Habt ihr von der neuen Marke überhaupt schon was mitbekommen? Ich muss ein NDA unterschreiben. Eine NDA ist so eine Verschwiegenheitserklärung. Ich habe dieses Jahr so viele Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben und unterschreiben lassen. Da muss man dicht halten. Wir testen die Foundation. Dann nehmen wir den Beauty-Schwamm und arbeiten sie uns ein. Ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite. Es kann sein, dass sie jetzt ein bisschen hell ist. Normalerweise passt die F6 bei mir aber sehr, sehr gut. Ich habe im Moment ein bisschen Selbstbräuner im Gesicht gehabt. Ich glaube, ja, also sie ist jetzt ein Stückchen zu hell. Sieht aber ganz gut aus. Wisst ihr, was mich an diesem Ding stört? Diese Form tatsächlich, dass man den nicht so greifen kann. Deswegen benutze ich jetzt mal meinen Beauty-Schwamm von mir selber und arbeite mir die Foundation ein. Deckkraft ist recht gut. Okay, abgesehen von der Farbe, gefällt sie mir sehr, sehr gut auf der Haut. Also sie ist recht leicht, hat aber eine ausreichende Deckkraft und sieht wirklich wie so ein... Sie ist sehr ähnlich wie die Rival de Loop Hyaluron Foundation vom Finish her. Vielleicht nicht ganz so glowy. Gefällt mir aber gut. Einen Langzeittest kann ich jetzt damit natürlich heute nicht machen. Es ist nämlich schon ein bisschen später. Aber... Was sagt ihr vom Finish? Ich hole euch selbstverständlich gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch das anschauen könnt.
So seht ihr das Ergebnis auch noch einmal von ganz nahem. Wie gefällt euch mein Porenbild? Lasst es mich gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Mir gefällt es gut. Also wenn die Farbe jetzt ein Stückchen dunkler wäre, wäre es gar nicht schlecht. Wie gesagt, das ist aber mein Fehler. Ich hätte vielleicht keinen Selbstbräuner benutzen sollen in den letzten 48 Stunden. Ich mache einmal schnell meine Base fertig mit Concealer und Puder, denn es gab, soweit ich weiß, aktuell noch keinen Concealer. Concealer kommen bei Revolution eh meistens eher immer ein Stückchen später raus, wenn sie wissen, wie die Foundation funktioniert hat. Jetzt so langsam oxidiert sie in kleine Stückchen und passt immer so ein bisschen besser. Deswegen sehen wir uns gleich wieder und ihr bekommt entspannte Spa-Musik. So, einmal alles gesettet. Ich sehe ein bisschen blass um die Nase aus, aber jetzt kommen wir wirklich zu den coolen Produkten hier. Ich weiß, am Anfang ist immer so Foundation, Primer, okay. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen dran gerochen und ich muss sagen, so schlecht ist der Geruch nicht. Also er ist schon sehr, sehr intensiv. Er geht so richtig schön in die Nase und killert dann hier vorne so ein bisschen in den Nebenhöhlen. Naja, muss man mögen. Ich warne euch vor. Aber das Finish gefällt mir sehr gut. Die Base sieht frisch aus. I stand. Es gibt Face-Paletten. Ich habe 3 Stück gekauft. Und zwar gibt es einmal die Blush-Paletten. Davon habe ich 2 gekauft mit Blush und Highlighter. Einmal hier in so einem dunklen Rot. Das ist die Farbe Kindness. Und im Style Queen. Den Blush fand ich ganz toll. Der ist nämlich so ein bisschen orange. Und dann gab es aber auch noch eine Contouring-Palette mit Blush, Highlighter und Bronzer. Und die benutzen wir jetzt als allererstes. Auch hier, wie gesagt, diese Paletten 2,99. Man merkt schon, ne, dass das Ziel ist, vielen Leuten die Produkte zu ermöglichen, weil das Packaging auch sehr, sehr günstig ist. Also das ist, die Verpackung ist Sabrina Rudnick. Ne? No tea, no shade. Ist sehr günstig. Aber wenn die Sachen gut sind, ist mir fast schon die Verpackung egal. Ich bin zwar so ein bisschen Packaging-Opfer, aber wenn ich weiß, wofür es ist und ich kenne die Geschichte hinter Relove ja jetzt mehr oder weniger, dass es für alle Leute gemacht sein soll, auch wenn man nicht viel Geld hat, 2,99 ist leichter anzusparen als 29,99. Ich nehme Bronzer-Pinsel und gehe in den Ton hier. Ist nicht parfümiert und stempel mir die Farbe jetzt einmal hier hin und dann blenden wir das aus. Sehr zart, ist aber bei Bronzer gar nicht schlecht, habe ich von euch gehört. Ihr mögt zarte Bronzer eher lieber als zu intensive Bronzer. Man kann ihn aber aufbauen. Schaut mal, ich gehe jetzt hier noch ein paar Mal rüber und dann kommt die Farbe sehr, sehr gut durch. Also, okay, Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen jetzt, dadurch, dass die Foundation so ein bisschen heller war, sieht das Ganze sehr, sehr weich aus. Gute Deckkraft konnte man schön aufbauen. Ich bin mir jetzt so ein bisschen unsicher mit dem Blush. Wir haben hier so einen schimmernden Blush, der geht eher so ein bisschen... Die Farbe kommt mir sehr bekannt vor. Sekunde. Milani Luminoso. Ja, ist hier. Natasha Denona. Ja, das ist schon sehr, sehr nah. Also ist ein schöner, ein heller Peach-Korallton. Hier seht ihr auch nochmal die Swatches. Also das ist Natasha, das ist Milani und das ist jetzt Revolution. Den finde ich sehr schön. Das ist eine Farbe, die könnte vielen von euch gefallen. Vielleicht Orange ist nicht unbedingt jedermanns Sache im Alltag. Aber hier, das hier ist eine Farbe, die hätte ich bei Hermes gewollt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. Da habe ich Blushes von Hermes für 70 Euro gekostet, die alle gleich aussahen. Und so eine Farbe hätte ich mir gewünscht. Das Ganze ist so ein bisschen gewellt. Vom Design her geht das so Richtung... Seht ihr den Ambrosia Highlighter von Anastasia Beverly Hills? Der war ja auch so gewellt. Ich gehe jetzt hier mal rein. Auch hier so gut wie kein Kickback. Pinsel sieht gut voll aus. Und setze mir das dann einfach hier oben. She's pigmented. Es ist auch übrigens wieder die Zeit dafür gekommen, den Blush hier vorne aufzutragen, auf der Nase. Das gibt dem Ganzen wieder so einen süßen Sonnenbrandlook. Wir benutzen ja alle, Gott sei Dank, jeden Tag Lichtschutzfaktor 50. Und dann können wir wenigstens so tun, als hätten wir einen Sonnenbrand, um diesen leichten, frischen Kick. Ich weiß jetzt nicht, was an Sonnenbrand so schön ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht in diesen Schimmerblush hier aus der anderen Palette und setze mir den hier auf die Nase und hier hin. Und mischt das Ganze so. Okay. Schön. Und jetzt habe ich so einen leichten Glow auf der Haut. Base-Produkte, mega.
ne, 2,99. Das ist schon eine Hausnummer. Muss man auch erstmal schaffen. Es gibt einen Highlighter. Ich habe mich jetzt für die Farbe Rose entschieden. Auch hier gab es mehrere Farben. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Farben gekauft, weil wir wollen sparsam sein. Ich probiere wirklich mittlerweile, wenn ich Sachen kaufe, so ressourcenschonend und auch so schonend es geht, einzukaufen, weil die meisten Produkte, so oft benutze ich sie nicht mehr. Und wenn ich dann 10 Highlighter habe, von derselben Firma, von derselben Textur, außer einer anderen Farbe, das ist meiner Meinung nach Verschwendung. Und ich weiß, dass ihr das auch so seht. Deswegen bin ich da immer ganz dankbar. Kommt euch dieses Muster bekannt vor? Das ist ein sehr, 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 sehr bekanntes Luxus-Lederwaren-Make-up-Muster. Le Goyard, glaube ich. Ich blende es euch hier ein. Sieht ganz spannend aus, so ein bisschen verspielt. Ich gehe jetzt hier mit einem kleinen Pinsel rein, lade hier auf. Auch hier kein Kickback. Nee, ich glaube, den mag ich nicht. Also, der ist mir persönlich zu soft. Wenn ihr auf softer Highlighter, also ja doch, ihr seht ihn schon, ne? Aber ihr kennt meine Highlighter. Favoriten, die sind so ein bisschen mehr. Er ist nicht grob glitzerig, das muss man sagen. Also vom Finish her ist er gar nicht schlecht. Wir haben ja hier auch noch einen Highlighter. Ich swatch auch den nochmal kurz. Sieht sehr gut aus. Der geht so ein bisschen in die goldene Richtung. Hier nochmal auf. Okay, also die Highlighter sind wirklich ein bisschen softer, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der Highlighter-Trend aktuell einfach wieder viel, viel natürlicher geworden ist. Und Revolution, das muss man, kann halten von ihnen, was man will. Sie sind immer sehr schnell. Ob es das Kopieren angeht von Produkten oder im Entwickeln von Produkten, da sind die wirklich mit Vorreiter, muss man festhalten, in der Geschwindigkeit. Und das ist gut oder nicht gut, steht mir nicht zu, das zu bewerten. Und sie gehen halt auch einfach mit dem Trend, ne? Und das ist ein softer, natürlicher Highlighter. Wollen wir uns erst was auf die Lippen geben? Nee, wir machen erst was auf die Augen. Da gab es eine Vielzahl an Lidschattenpaletten. Ich habe mich jetzt für die langweiligste entschieden, einfach um euch zu zeigen, dass natürliche Lidschatten sind nicht unbedingt gleich zu machen. Und wenn die gut ist, dann können die anderen eigentlich auch nicht schlecht sein. Erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen Natasha Denona Camel Paletten. Aber das ist halt eine Standard natürliche Palette. Gute Farbaufteilung, 2 sehr helle Farben und dann eine schöne Abstufung und die testen wir. So, ihr seid immer schön nah dran. Ich nehme hier einen fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes in dieses Ocker. Hat Kickback, ich klopfe ab und das ist meine Transition Shade. Die wird bei meiner Hautfarbe und bei meiner ausgewählten Concealerfarbe heute nicht so stark hervorkommen. Ach, die ist komplett matt. Ne? Also wir haben keinen Schimmer hier dran. Es gab aber auch welche mit Schimmer. Die Farbe ist gar nicht schlecht pigmentiert, ne? Also für so ein Natural Alltags-Make-up gar nicht schlecht. Es gab wirklich viele schöne, spannende, bunte Paletten, aber irgendwie, ich komme immer wieder auf selbe zurück. Ist es bei euch auch so? Das ist eine sehr schöne Farbe für den Alltag. Jetzt einen Schimmerton rüber, so ein bisschen Highlighter oder so. Fertig. Wir schminken aber heute wirklich im letzten Video. Es hat euch so gut gefallen am Montag. Deswegen machen wir diesen Look jetzt einfach nochmal mit einer Braunpalette. Ich nehme als erstes einen kleinen Pinsel und gehe in das Braun hier. Klopf ab und setze mir das hier außen schon mal hin. Yes. Sehr pigmentiert. Und dann nehme ich mir einen kleinen sauberen Pinsel und blende einfach die Kanten hier aus, um wieder diesen leichten Halo einzuhaben. Es muss jetzt noch nicht so sauber sein. Ich fokussiere es Blenden aber eher so ein bisschen hier in die Mitte, damit ich in der Mitte meines Augenlids einfach so ein bisschen Bewegung reinsetzen kann dann mit dem Highlighter. Ich probiere nochmal einen anderen Pinsel, mit dem kann ich es gerade nicht so gut ausblenden. Der Pinsel war eben ein bisschen zu hart dafür. Ich nehme immer so ein bisschen Lidschatten noch auf und dann kann ich es schön nach außen blenden. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist der krasseste Lidschatten ever, aber ja, für 2,99 kann man mal mitnehmen. Ich gehe jetzt in den ganz dunklen Ton hier und verdunkel mir wirklich hier vorne. Und dann nehme ich meinen Finger, gehe in diesen Highlighter hier und gebe mir das hier einfach rüber. Ich nehme jetzt hier nochmal aus einer anderen Palette ein bisschen Gold. Nee, also die Lidschattenpalette, ja, sie ist nicht schlecht, ihr habt es gesehen, aber es ist jetzt halt auch nicht, wo ich sage, oh mein Gott, krass. Willkommen zu einer Mascara. Das ist die Powerlash Volume Mascara. Wie gesagt, das Packaging ist, aber was, nee, das kann ich nicht immer wiederholen, ne? Es ist halt günstiges Packaging. Es sieht man auch designtechnisch. Das Bürstchen ist aber größer als meine Zukunft. Ich muss immer, seid ihr auch so bekloppt, ne? Riecht ihr auch immer an den Bürsten von Mascaras? So als wären die parfümiert? Die ist aber krass. Doch, die Mascara
Gefällt mir gut. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich dachte, es ist ein bisschen größer, aber es ist super süß. Es ist ein Babygloss. Den kann man perfekt in die Handtasche packen. Auch das gab es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für die Farbe Sugar entschieden. Das ist so ein Nude. Oh, wow. Sehr schöne Farbe. Riecht gut, nicht so intensiv. Freunde, was sagt er? Ich bin gerade so ein bisschen... Also der Look ist schön geworden, muss ich sagen. Ich liebe die Base. Wenn man jetzt die Augen wegmachen würde, dann sehe ich nichts mehr. Offensichtlich. Nee, also ich muss sagen, es gefällt mir gut. So ein paar Produkte, also die Lidschatten... Wir sind Besseres gewohnt für denselben Preis oder für 2 Euro mehr. Ne, das muss man sagen. Ansonsten aber diese Blush- und Highlighter-Paletten sehr, sehr gut. Ich liebe die Farben. Auch der Primer, wenn euch der Duft nicht stört, könnte das, glaube ich, eine gute Sache sein. Und die Foundation gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde sie auf jeden Fall weiter in den nächsten Tagen testen. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr eine kleine Langzeit-Review dazu nicht verpasst. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look, zu der neuen Marke, generell zu so vielen neuen Marken von Revolution sagt. Lasst mir doch gerne dein kleines Feedback einmal unten in den Kommentaren. Ich lasse euch definitiv einen Code und einen Link zu den Produkten, die ich jetzt hier verwendet habe, aber auch zu allen anderen Produkten von Cosmetic Verlässt hier einmal und einmal unten in der Infobox. Der Code gilt nicht nur auf Revolution, sondern ich glaube auch auf Nabla. Ich schreibe euch das alles einmal hin. Vielen Dank an Cosmetic Verlässt, dass ich euch den Code geben kann. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.